Wir sind jetzt hier live in Strahlen. Ewig Knull hat heute Auswärtsspiel gegen Real Cebranos. Ich versuche mal heimlich hier in die Katakomben reinzukommen, um Mannschaftsaufstellungen mit zu erleben. Wie wir sehen, Werner kommt etwas zu spät. Komm, Werner, ein bisschen Luft raus, wenn ich Der Hohe kommt ja gerade. Jungs, wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen. Der Heiko fehlt noch. Heiko! Brauche ich erstmal eine Zeckenimpfung. Nur ein Ding da heute die ganze Luft. Ja, die Spannung liegt in der Luft, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sind auch Unterzahl, ne? Die können auch nur aufrufen. Immer. Gut, immer. Ja, komisch, aber auch letzte Woche. 15, 20 Stück, ey. Jetzt kann's losgehen. Einmal, die können auch nur mit 7 Mann. So, wir sind jetzt gespannt. Wir sind gespannt auf die Mannschaftsaufstellung. Zuhören. Wie wir das letzte Spiel gemacht haben, kurz vor Spiel, den einfachen Pass, hinten das Spiel aufbauen. Wie beim letzten Heimspiel, das war super. Kurzen Pass, den freien Mann suchen und nicht die riskanten hohen Dinger nach vorne schlagen. Dann spielt im Tor der Werner, linker Verteidiger der Manni, rechter Verteidiger der Andreas, linker David. Rechtes Mittelfeld der Heiko, linkes Mittelfeld vorne Jürgen und Tobias. Yeah. Und Heiko und ich lassen uns aber auch bei Gegenangriff vom Gegner zurückfallen. Und irgendeiner von auch. Lass die Gegner immer kommen. Der wird schon eine Sache sagen. Ja, der Gegner muss kommen. Erscheinen reicht auch. Der macht das schon. Ja, wirklich hinten, Leute, weil wenn die Fehler machen, dass er das ein bisschen. Ja, du kannst aber beim Rückstoß. Lass mich mal kurz. Raumdeckung ein bisschen ausgleichen. Ja. Hey, aber der Gegner muss nicht unbedingt kommen, erscheinen reicht auch. Geschenkeklopfer. Wir müssen dieses geile Tor einfach zumauern. Acht Freunde müsst ihr sein. Was auch ganz wichtig ist, knallt auch mal auf die Kiste drauf. Wenn ihr die Chance habt zu schießen, ballert auch mal drauf. Haltet mal voll drauf. Das nächste Spiel ist das schwerste Spiel. Ja, aber trotzdem, knallt auf die Kiste drauf, auch wenn der mal hinten fliegt. Und Jürgen, mitten an der